Profis wissen das schon lange. Mick-Mack-Schweißen mit Puls ist eine absolut geniale Angelegenheit. Weniger Spritzer, kleine filigrane Nähte mit deutlich mehr Einbrand. Aluminiumschweißen, Edelstahlschweißen macht damit erst so richtig, richtig Spaß und wird so richtig schön möglich. Problem ist nur, die Geräte sind alles andere als günstig, die diese Technologie bieten. Doch da kommt plötzlich ein Parkside-Gerät um die Ecke und das bietet Puls und das bietet sogar noch viel, viel mehr als Puls. Das Gerät wurde mir zur Verfügung gestellt und das Gerät probieren wir hier heute aus und gucken, wie gut dieses PMPS 200A1 diese Technologie, dieses Pulsen umsetzt. Das Gerät bietet aber noch deutlich mehr. Wir haben hier ein voll synergisches Mick-Mack-Schweißgerät. Das heißt, wir wählen im Prinzip nur noch aus, was wir machen wollen. Wir wählen die Materialstärke aus, wir wählen die Drahtstärke und das Gerät schweißt. Das Gerät ist relativ groß, wiegt aber nur knapp über 10 Kilo, hat einen ganz normalen 230 Volt Stecker. Und wenn man hier reinguckt in das Gerät, dann bietet das Gerät natürlich im Innenraum richtig, richtig viel Platz, hat hier verschiedene Adapter. Warum haben wir hier so ein großes Gerät? Richtig, das Gerät soll dafür ausgelegt sein, auch wirklich diese großen D300er Rollen, diese 15 Kilo Rollen aufzunehmen. Wir haben die kleinen Rollen, wir haben die mittleren Rollen. Das heißt, alles, was der Markt hergibt, können wir theoretisch mit diesem Gerät verschweißen. Und gerade diese Aufnahme für die 1 Kilo Rollen ist natürlich sehr, sehr spannend. Habe ich in der Form noch nie gesehen. Ist aber eine sehr tolle Idee, denn es ist ermöglicht, wirklich jetzt diese 1-Kilo-Rolle vernünftig zu positionieren und so auch vernünftig zu verschweißen. Ich habe das mit mehreren Rollen ausprobiert. Das funktioniert wirklich perfekt. Wenn wir uns aber das Gerät angucken, und das Gerät soll diese 15-Kilo-Rollen im Extremfall verschweißen und dann dieser kleine Drahtvorschub, also ein ganz normaler, einfacher 2-Rollen-Drahtvorschub, dann merkt man gleich, naja, ob das so richtig funktioniert. Hinten haben wir noch einen An- und Ausschalter, wir haben die Gasversorgung, wir haben 2 Lüfter, die das Gerät natürlich vernünftig abkühlen. Sehr interessant ist bei dem Gerät auch das Schlauchpaket. Ich habe hier einen MB24 Brenner. Das heißt, das ist ein Brenner, der kann deutlich mehr Temperatur und Leistung ab. Brenner ist handelsüblich, das heißt, ich brauche mir keine Sorgen machen. Ich kriege dafür überall Düsen, Gasdüsen, Verschleißteile und so weiter. Ich habe hier schöne Federn, die sorgen dafür, dass das Ganze nicht abknickt. Und ich habe an dem Brenner schon eine Teflon-Seele vormontiert. Warum steckt die hier unten raus? Richtig, ich kann die in die Drahtvorschubeinheit bis zu meiner Drahtvorschubrolle reinschieben. Gleichzeitig habe ich auch noch eine Stahlseele im Lieferumfang und ich habe dieses kleine Drahtführungsröhrchen, das ich hier auch einbauen kann. Also das ist schon ein komplettes Paket, wo man alles hat, was man eigentlich so braucht. Das Drahtvorschubröhrchen lässt sich ganz einfach montieren und das hat im Prinzip jedes Mick-Mack-Schweißgerät und das könnt ihr bei euch auch mal überprüfen, ob das vernünftig positioniert ist. Das heißt, ich schiebe das möglichst dicht an meine Drahtvorschubrolle ran und das soll einen möglichst lückenlosen Übergang des Schweißdrahtes ermöglichen und damit einen deutlich besseren Transport des Schweißdrahtes mit weniger Problemen. So, ich kann das hier oben dieser Madenschraube ganz einfach fixieren und dann ist das schon eingestellt. Wenn ich es wieder raus haben will, Madenschraube lösen und dann kann ich das ganz einfach wieder rausschieben. Genauso kann die Teflon-Seele bis zu der Drahtvorschubrolle rangeführt werden und so habe ich auch einen sehr, sehr lückenlosen Übergang, der zu wenig Problemen führen sollte. Neben dem 2,5 Meter langen Mick-Mack-Schlauchpaket habe ich auch ein Elektrodenkabel und ein Massekabel jeweils in 2 Meter Länge mit einem 13er Dorn im Lieferumfang. Was jetzt sehr, sehr interessant ist, ist natürlich die Steuerung. Das lässt sich so einfach bedienen. Ich habe hier links einen Drehregler, damit stelle ich die Ampere ein. Wenn ich die Ampere einstelle, sieht man, alles andere verändert sich. Da unten ist die Materialstärke, oben Ampere, rechts ist die Spannung. Für mich ist eigentlich Ampere interessant und natürlich so eine ungefähr vorgegebene Materialstärke. Ich stelle die einfach auf 3 mm und dann kann ich damit schweißen. Wenn ich auf diesen linken Button drauf drücke, dann kann ich ins obere Menü gehen. Ich bin jetzt beim Mack-Schweißen. Jetzt habe ich dann da Mick-Puls, Mick-Doppelpuls, Lift-Tick, also das heißt ein Wick-Schweißverfahren, ganz einfaches Wick-Schweißverfahren. Gucken wir nachher nochmal ganz kurz drauf. Elektroden-Schweißen
Und da kann ich einfach auswählen, was ich halt machen möchte. Ob ich Max schweißen will, ob ich Mick schweißen will, also mit Puls schweißen will oder mit Doppelpuls schweißen will. Wenn ich das Verfahren gewählt habe, gehe ich einfach mit dem rechten Drehregler raus. Und jetzt habe ich das gleiche wieder. Ich kann hier beim Pulsen auf 30 Ampere runtergehen und auf 160 Ampere hochgehen. Mehr bietet das Gerät nicht als 160 Ampere. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Wenn ich jetzt in dieses mittlere Menü gehe, dann kann ich hier den Zusatz auswählen. Das heißt, ich wähle Schweißverfahren aus, ich wähle den Zusatz aus und da habe ich die verschiedensten Optionen. Edelstahl, Cusi, Löten, ALMG, das heißt verschiedene Aluminiumprogramme. Ich habe dann hier immer die Drahtdurchmesser, die ich dann noch wählen kann. Und so ist das Gerät dann schon eingestellt, dass ich damit schweißen kann. Das heißt, ich bin jetzt FE, also bei Stahl. Ich habe einen 0,8er Draht. Ich kann hinten noch wählen, ob ich 2-Takt oder 4-Takt schweißen möchte. Und so kann ich hier alles wirklich innerhalb von Sekunden auswählen. Man braucht praktisch nur auswählen. Ich habe beim Max-Schweißen auch ein Flux-Programm und ich habe ein Stahlprogramm, also ein Fülldrahtprogramm und ich habe ein Stahlprogramm mit CO2. Beim Fülldrahtschweißen habe ich hier alle möglichen Durchmesser. Also das ist schon mal nicht schlecht. Und wie gesagt, vom Einstellen her, das kriegt wirklich jeder hin. Es ist sowas von einfach, habe ich wirklich auch gestaunt. Wie gesagt, zwei Drehregler, einfach auswählen, was man machen will. Ist sehr interessant. Man kann gleichzeitig auch teilweise noch in die Tiefe reingehen. Das zeige ich euch hier auch nochmal. Wir haben dann beim Doppelpuls, beim MIG-Doppelpuls, taucht hier plötzlich noch so ein Diagramm auf. Da können wir den Soft-Start beeinflussen. Das heißt, mit wie viel Leistung startet das Gerät. Und ich kann hier bei diesem Doppelpuls diese Parameter auch noch anpassen. Da habe ich auch ein bisschen mit gespielt. Das ist aber nicht ganz so einfach, da die Bedienungsanleitung da in dem Fall auch gar nichts vorgibt. Also da kommt das eigentlich gar nicht richtig drin vor. Und das ist es für mich natürlich auch ein bisschen komplex. Man muss es dann halt immer versuchen, was für Auswirkungen das hat. Und die Auswirkungen sind teilweise auch nicht nur auf den Doppelpulsprozess, sondern auch auf den Puls und auf den MAC-Prozess. Ein bisschen spannend, aber ansonsten ist das vom Einstellen her sowas von einfach und macht natürlich auch richtig Spaß, damit rumzuspielen. Wir haben hier diese Tick-Funktion und. Also es ist eine unglaubliche Tiefe und eine unglaublich einfache Möglichkeit, so ein Gerät einzustellen. Wenn ich jetzt mein Programm ausgewählt habe, ich schweiße damit und bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden, dann habe ich folgende Möglichkeiten. Ich kann die Ampere, also die Leistung, verstellen. Und ich kann mit dem rechten Drehregler die Spannung variieren. Das heißt, weniger Spannung, den Lichtbogen ein bisschen fokussieren, mehr Spannung, den Lichtbogen ein bisschen breiter machen. Das ist so meine Möglichkeit zum Anpassen. Oder einmal auf den Drehregler drücken und dann kann ich die Induktion verstellen. Den Drahtvorschub kann man an dem Gerät nicht verstellen. Das Gerät kommt ja jetzt mit so einer großen Aufnahme für eine D300-Rolle. Und das wollte ich natürlich als erstes mal ausprobieren. Ist aus meiner Sicht Blödsinn, denn wir haben hier nur einen 2-Rollen-Drahtvorschub und der schafft es eigentlich nicht, so eine große Rolle bzw. den Schweißzusatz dann vernünftig zu fördern. Ich habe hier mein anderes Schlauchpaket genommen, damit ich auch eine Stahlseele habe, damit ich mein Originalschlauchpaket nicht gleich umrüsten muss. Und habe das Ganze einfach mal ausprobiert. Das heißt, wir haben einen MAG-Zusatz in 1 mm, SG2-Zusatz in 1 mm. Das Programm dafür habe ich ausgewählt mit Puls und habe dann hier eine Testnaht nach der anderen gemacht. Man sieht schon, das stottert so ein bisschen. Der Draht kann in der Stärke, bei der großen Rolle, nicht vernünftig gefördert werden. Also das hätte man sich sparen sollen. Entweder einen 4-Rollen-Drahtvorschub verbauen oder das Gerät deutlich kompakter, wirklich nur für 1 Kilo und 5 Kilo Rollen bauen. Das wäre so die Option, aber mit dieser großen Rolle, es schweißt, man sieht auch, es sind Ergebnisse da, ja, aber es stottert teilweise ein bisschen beim Schweißen und das macht das Ganze natürlich unschön. Und da denke ich mal, kann das Gerät in einer anderen Konfiguration deutlich, deutlich mehr. Das ist jetzt ein SG2-Draht in 0,8 mm und das ist so eine D200-Rolle. Wenn die voll ist, hat die 5 Kilo und das funktioniert deutlich, deutlich besser. Einzigste, was mir hier nicht gefällt, ist der Start. Der Start ist so ein bisschen holperig. Das kann man aber einstellen, das werden wir uns später noch angucken. Habe ich aber nicht in der Bedienungsanleitung gefunden, sondern habe ich durch Rumprobieren dann irgendwann herausgefunden. Aber ansonsten
ist das ein sehr sauberer Pulsprozess. Einfach ausgewählt, einfach die Materialstärke von 6 mm ausgewählt. Da bin ich dann bei 140 Ampere und damit kann ich das Ganze problemlos, ohne irgendwelche Einstellungen, ohne irgendwas rumzuprobieren, schweißen. Das sind also zwei ganz normale Nähte. Man sieht, am Anfang hat es ein bisschen gespritzt, danach ist ein spritzerfreier, sauberer Prozess. Mit derselben Einstellung schweiße ich jetzt einfach mal ein paar Kehlnähte. Das ist wiederum 6 mm Blech. Das Gerät ist mit 140 Ampere eingestellt. Und das ist wirklich ein sehr schöner, sauberer, ordentlicher Prozess. Das heißt, da ist nichts in irgendeiner Form angepasst. Man sieht, wie spritzerfrei das Ganze schweißt. Also das ist wirklich ein sehr sauberer, ordentlicher Prozess. Macht das Gerät sehr gut. 140 Ampere sind viele am Meckern. Wenn ich das Gerät aufdrehe, habe ich nur 160 Ampere. Das ist ja eigentlich viel zu wenig. Jetzt will ich euch mal zeigen, wie das bei mir bei 140 Ampere schon aussah nach so einer Naht. Und das ist nicht nur Parkside üblich, das ist bei jedem Gerät so. Das heißt, von wegen gerade beim Mic-Mac-Schweißen mit Puls entsteht nochmal deutlich, deutlich mehr Temperatur als beim normalen Mac-Schweißen. Ergebnisse, denke ich mal, sehen einmal gebürstet sehr gut aus. Ich habe hier beim normalen Mac-Schweißen von 6 mm Materialstärken eigentlich keine Spritzer. Und die letzten kleinen Spritzer, die kann man immer in irgendeiner Form nochmal wegpunkten. Ich habe dann auch diesen Doppelpuls ausprobiert. Und das ist dann nochmal eine andere Variante, wo dieses Pulsen wirklich nochmal zwischendurch variiert. Und dadurch wird bei mir der Prozess deutlich unruhiger, muss ich sagen. Fürs Mac-Stahlschweißen kann ich euch den Puls empfehlen, aber diesen Doppelpuls eher nicht. Das hat bei mir nur so mittelmäßig funktioniert. Es hat bei mir zum Spritzen geführt. Also da habe ich da beim Schweißen von Stahl habe ich da keine Effekte gesehen, dass ich sagen würde, ich würde das benutzen. Pulsen funktioniert bei dem Gerät sehr, sehr gut. Genauso wie das konventionelle Mac-Schweißen. Das Gerät schweißt unglaublich gut Mac. Da ist es möglich, von 50 bis 160 Ampere einzustellen. Es ist möglich, einen 0,8er und einen 1 mm Draht zu verwenden. Und da schweißt das Gerät wirklich, also unglaublich gut Mac. Es ist wirklich, also richtig schön. Habe ich verschiedene Nähte mitgeschweißt. Sieht sehr gut aus. Ist sehr empfehlenswert. Darum lautet auch mein erstes kleines Fazit. Schweißen mit Puls ist absolut genial mit dem Gerät. Beim Schweißen von Stahl eine 15 Kilo Rolle ist völliger Blödsinn. Doppelpuls habe ich jetzt nicht die guten Ergebnisse mit hinbekommen. Habe ich Spritzer gehabt und dergleichen. Das hat mir nicht gefallen. Das sind diese beiden Ergebnisse. Mac-Schweißen kann man mit dem Gerät wirklich richtig gut. Also das ist eine schöne Mac-Naht, ohne die Einstellung in irgendeiner Form zu verändern. Man sieht hier einen verirrten, einsamen Spritzer. Ansonsten sehr, sehr schönes Mac-Ergebnis. Ich wähle jetzt an dem Gerät ganz normal die Werkstoffe aus. Ich bin beim Pulsen. Ich gehe in Aluminium, ALMG, 1 mm Zusatz und schon ist das Gerät auf Aluminium eingestellt. Teflonseele gerüstet, Argon 4.6 als Schutzgas und schon können wir Aluminium schweißen. Man hat gesehen, die Einstellung 1,7 mm. Ich habe hier 2 mm Materialien und 1,5 mm Materialien in Aluminium verschweißt. Das ist für Mic-Mac-Schweißgeräte eine absolute Herausforderung. Funktioniert bei konventionellen Mic-Mac-Schweißgeräten dann wirklich sehr schlecht. Mit dem Gerät funktioniert es mit dem Puls. Der Puls macht es hier wieder möglich. Man muss da so ein bisschen differenzieren. Also ich war mit den Ergebnissen zufrieden. Das sind funktionale Nähte, die auch wirklich teilweise eine sehr gute Optik oder größtenteils eine sehr gute Optik haben. Da bin ich mit zufrieden. Aber ich bekomme hier nicht diese hundertprozentige WIG-Optik hin, die teilweise mit Profigeräten möglich ist. Da relativiert sich so ein bisschen der Preis. Aber wenn man denkt, ich denke mal, so ein Gerät wird dann so zwischen 350 und 400 Euro kosten. Genauen Preis wurde mir da nicht in irgendeiner Form mitgeteilt. Dann kann man da auch mit den Ergebnissen mehr als zufrieden sein. Ich habe ja die Tage nochmal ein anderes Mic-Mac-Schweißgerät mit Puls. Da werde ich als nächstes rangehen. Da werden wir mal die Ergebnisse vergleichen, ob da dann mehr in der Form möglich ist. Aber für das dünne Material, für den Zusatz, der sich dann wirklich sonst, Aluminium lässt sich schwer verschweißen, finde ich die Ergebnisse schon
recht respektabel. Ich habe hier die verschiedensten Sachen geschweißt. Ich habe auch schön Rohr, 2 mm Rohr auf eine 1,5 mm Platte gesetzt. Das Ganze einmal ringsrum verschweißt. Sieht auch alles andere als schlecht aus. Wie gesagt, so ein bisschen, wenn man ein Profigerät in der Hand hat, dann merkt man da schon ein deutlicher Unterschied. Da relativiert sich der Preis. Da will ich die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Aber es ist alles andere als verkehrt. Jetzt so ein kleines Fazit zu diesem Mic-Mac-Schweißgerät. Die Steuerung ist einfach nur genial. So einfach kann man an dem Gerät alles einstellen, auswählen. Könnte in manchen Bereichen noch so ein paar mehr Optionen haben, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, aber es ist halt hier bewusst einfach gehalten. Alles gibt die Bedienungsanleitung nicht her, das finde ich so ein bisschen schade, da müsste das Ganze so ein bisschen tiefer reingehen, damit man es einfacher versteht. Ich habe eine Menge ausprobiert, das sieht man auch an den ganzen Düsen, die ich hier durchgebracht habe. Wie gesagt, Mack-Schweißen kann das Gerät absolut göttlich. Auch das Schweißen, das Mack-Schweißen, das Mick-Mack-Schweißen mit Puls funktioniert gerade im Stahlbereich sehr gut. Für Dünnblech würde ich sowas übrigens nicht empfehlen. Aber so beim dickeren ab 2-3 mm geht das wirklich sehr gut. Doppelpuls hat bei mir hier nur mittelmäßig funktioniert. Da bin ich doch lieber ein Freund vom normalen Mack-Schweißen und Mack-Schweißen mit Puls. Edelstahlschweißen habe ich auch gemacht, werden wir nochmal gesondert behandeln. Und Aluminiumschweißen habe ich wirklich eine Menge ausprobiert. Ich habe hier noch einen ganzen Stapel an Material, wo ich die verschiedensten Einstellungen, Möglichkeiten ausprobiert habe. Es funktioniert, man kann da sehr einfach erste Ergebnisse mit erzielen. Diese hundertprozentige WIG-Optik habe ich nicht hinbekommen, muss ich ganz klar sagen. Oder nur in den seltensten Fällen richtig genial hingekriegt. Aber trotzdem ist das ein Gerät und wenn da so die Preisprognose von mir stimmt, bietet das natürlich eine Menge zu einem sehr bezahlbaren Preis mit einem sehr guten Schlauchpaket. Also ist schon eine sehr, sehr interessante Option. Ich habe ja noch ein zweites Mick-Mack-Schweißgerät von Weldinger. Das werde ich euch die Tage vorstellen. Ich werde mir die ganzen Materialien zur Seite legen und werde das Ganze dann auch so ein bisschen miteinander vergleichen. Ist, denke ich mal, auch sehr interessant. Das Gerät von Weldinger wird auch sehr viel bieten zu einem sehr, sehr fairen Preis. Kann ich euch schon mal versprechen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Schweißen. Eine Frage bleibt noch übrig. Das Gerät hat auch eine ganz einfache WIG-Schweißfunktion. Ich habe hier mal das Schlauchpaket mit dem Euro-Zentralanschluss angeschlossen und das steuert das Gerät definitiv nicht an. Das haben mich sehr viele Leute gefragt. Ich weiß nicht, warum kein Hersteller das großartig umsetzt. Das ist so eine schöne Möglichkeit, aber das kriegen die meisten leider nicht hin.